got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. So, dann sage ich hallo und herzlich willkommen YouTube hier bei eurem Sensei. Ja, wir spielen heute ein wenig Battlefield 3. Und ich bin ja total begeistert. Bis auf von meiner Aufnahme, weil ich hatte gerade so ein schönes Game. Und da ist einfach mein Sound zu leise gewesen. Hat mich tierisch aufgeregt. Aber jetzt sind wir bei diesem schönen... Naja, hoffen wir mal, dass es schön wird. Also ich kommentiere für euch live. Hab mir jetzt Battlefield gekauft, bin auch gnadenlos von begeistert, weil dieses Game atmosphärisch, soundtechnisch, die Sound Engine ist der Knüller. Also, ich bin ja wirklich anspruchsvoll, was sowas angeht, aber ich bin wirklich begeistert. Ich kann nichts bemängeln, bis auf manchmal meine Lags oder mein komisches Gefehle. Das ist jetzt meine fünfte Runde, glaube ich, in Battlefield. Das läuft seit... Seit gestern Abend läuft es. Ich habe jetzt heute noch so ein paar Feintuning-Schwierigkeiten gehabt. Das habe ich jetzt wohl noch reingekriegt und jetzt tut auch alles. Ich habe Battlefield mit einem Bombenpreis gekauft. Ich habe nur 24 Euro gezahlt. 24,77 Euro, wer es ganz genau wissen will. Und ich denke, für den Preis kann man sich Battlefield holen. Wer fragen will, wie, soll mich bitte anschreiben. Addet mich einfach mal hier wie heißt es denn? In Battlelog. Dürft mich gerne alle adden, ich möchte gerne mit euch zocken, weil immer nur mit den gleichen Leuten ist auch langweilig. Addet mich und wir werden hundertprozentig, also ich spiele hundertprozentig gern mit euch. Deswegen, wow, guckt euch das an, Gegner eliminiert, da sind wir mal richtig RPG-like. Und gleich nochmal, weil es so schön war. Naja, würde mich freuen, wenn ihr mich mal besuchen kommt auf meinem Battlelog-Profil und einfach mal eine Freundschaftsanfrage da lasst. Und ja, mein Thema heute... Ich möchte heute nochmal so ein bisschen Klarheit schaffen. Was soll denn das hier? Menschenskinder, du Drecksack. Ich möchte nochmal ein bisschen so Klarheit schaffen in die Sache, was die Battlefield, was die Origin, AGBs und die EULA angeht. EULA, wie auch manche sagen. Und denn ich denke, das ist relativ verwirrend für Leute, die da nicht so die mega den Durchblick haben und die einfach nicht sich so mit der Materie befassen. Man muss nämlich grundsätzlich sagen, dass, diese Sache von wegen, oh, wir werden überwacht, das ist Spyware natürlich. Also, aber wo werden wir nicht überwacht? Sei es Facebook. Alles, was ihr in Facebook reinstellt, jedes Bild darf offiziell zu Werbezwecken genutzt werden. Das darf vermarktet werden in jeglicher Hinsicht und ihr könnt nichts dagegen machen. Warum? Weil ihr gesagt habt, registrieren. Genau deswegen. Darum geht's. Wenn ihr einfach nur sagt, ja gut, entweder ihr lest euch vorher durch und sagt, nee, das will ich nicht, aber dann macht es bitte einheitlich und sagt nicht dann nur bei Battlefield, oh, da werden jetzt aber Daten von mir ausgelesen, das finde ich jetzt nicht toll. Dann braucht ihr euch nicht zu beschweren, finde ich. Also, Battlefield, Google, YouTube, alles, das sammeln alle Daten. Und wenn ihr dann sagt bei Battlefield, oh, das sammelt aber Daten von mir, das finde ich jetzt aber nicht toll und deswegen so ein Spiel euch entgehen lasst, natürlich, es ist eure Entscheidung, aber ob sich es lohnt, deswegen ein Spiel quasi so niederzumachen, oder sagen, ich kaufe das Spiel nicht, weil ich war ja sehr skeptisch. Ich habe gesagt, ich werde mir Battlefield erstmal überhaupt nicht kaufen. Und wo bin ich jetzt gelandet? Tada, hier sind wir. Das Problem an der ganzen Sache ist, diese EULA, erstens muss man, also bevor ich jetzt hier sage, das Problem an der Sache ist, erstmal Hut ab, dass EA sofort die Sache berichtigt hat, weil sie haben nämlich sofort diesen entscheidenden Absatz aus der EULA geändert. Also von daher reg ich mich schon gar nicht mehr drüber auf, denn die Sache ist für mich gegessen. Ich habe das Spiel und sollen sie meine Daten auslesen? Es geht ja bei denen eh mehr um den Kopierschutz, als dass sie irgendwelche Daten sammeln. Natürlich, also, dass die wissen wollen, wer gecrackte Spiele von denen hat, ist verständlich. Und ich denke, ein Großteil auch der Kommentatoren-Szene wird auch einige Programme sowie Games nicht legal haben. Es ist einfach in meinen Augen so gut. Man kann jetzt daran nichts groß ändern. Hallo? Betreten. Betreten. Hallo? Was macht er? Tut's jetzt? Ja, gut. Entschuldigung für die Unterbrechung. Grundsätzlich ist es nicht toll, was EA da gemacht hat, aber sie haben es wenigstens berichtigt. Dafür Hut ab. Denn ich kenne nicht viele Konzerne, die das machen. Natürlich, sie hatten da eine riesen Community hinter. Der Spiegel hat darüber berichtet. GameStar, PC Games, alle haben darüber geschrieben. Wer nicht, ist es sicher. Es ist definitiv nicht toll, aber
wenn man über sowas kommentiert, würd ich schon die ganze Sache. Das heißt, man muss es von allen Blickwinkeln sehen. Auf der einen Seite ist es nicht gut, auf der zur anderen sage ich, ja, es ist gut. Es werden überall Informationen gesammelt. Jeder, der im Web ist, hat Zugriff auf deine Informationen. Und deswegen macht euch da nicht so einen riesen Kopf drum. Und ich werde es mal auch als Videoantwort vorschlagen für einen Clan-Member, der hat darüber auch einen Commentary gemacht. Ich sehe das, er sieht es etwas, ich sag mal, sehr, sehr starr und eng. Aber genießt doch einfach das Spiel, guckt euch die Grafik an. Wo, in welchem Shooter habt ihr so eine mordsgeile Grafik? Auch wenn ich gerade so brutal fail mit 5:7, das ist echt zum Heulen. Auf jeden Fall, um das mal abzuschließen, lasst AGB und EULA einfach AGB und EULA sein. Und deswegen macht euch da jetzt keinen Kopf mehr, sondern genießt das Spiel, zockt eine Runde, wenn ihr wollt, auch gern mit mir. Ich bin für jede Runde offen. Fail aim. Wer spielen will, darf mich gerne adden unter sensei_k91 und hiermit bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, kommentiert, sagt mir, was ihr von Battlefield haltet und dürft mich alle adden, denn wir haben hier so viele Server, wir können Riesenpartys erstellen, können wir gerne machen. Auch vielleicht mal als Abo-Special so ein paar Battlefield-Runden, wegen mir gerne. Also haut rein, macht's gut, kommentiert, abonniert, bis dann, ciao, euer Sensei.